Eine Lawine namens Octagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen. Dva veteráni UFC, dva muži, kteří mají fantastický postoj a vždy atraktivní zápasy. Leandro Silva, přezdívaný Apollo, má ve svých 37 letech obrovskou chuť zase něco velkého vyhrát. Na minha cabeça e não sai disso, eu vou pro Tip Sport Game Changer pra vencer. Veličković, Lohorek, Kozma bojoval s těmi nejlepšími a bojoval vždy jako Leo. Pozor! Za sebou má American Top Team a před sebou jedinečnou šancu zvítězit Evropské ligy mistrů. Tip Sport Game Changer. Quem eu acho que vai ganhar é um tal de Leandro Apollo. Não sei se vocês conhecem, mas se eu fosse apostar, eu apostaria nele. Na druhé straně bude stát chlapík, který je v poslední době zvyklý především na střední váhu. Andreas Mihalidis, přezdívaný Spartan. Má na svém kontě 13 vítězství a většinu svých soupeřů ukončil KO před limitem. Boh, ktorého zostali z aténského Olympu, aby bojoval za Grécko v najväčšej pyramíde európskej histórie. Od oboborců očekáváme stand-upový zápas plný tvrdých výměn a veľmi zajímavého borce, ktorý doplní čtvrtfinálovou osmičku. I'm gonna win the Tips for Game Changer tournament and I'm gonna put my country in the top of the MMA map. Tja, Mikalidis macht als erster den Weg zum Cage. Und wir haben gerade gehört, was er im Trailer gesagt hat. Er möchte den Game Changer gewinnen und sein Heimatland Griechenland wieder an die Spitze der MMA-Weltkarte setzen. Aber da hat auch noch Leandro Silva aus Brasilien für heute ein Wörtchen mitzureden. Und da merkt man aber auch schon hier, wenn der Mann in den Cage kommt, den lässt das alles völlig kalt. Also diese Atmosphäre, der hat schon überall gekämpft. Und wirklich in den besten Promotions, die es gibt. Er war in der UFC, hat, wenn ich es richtig weiß, auch bei ACA in Russland gekämpft. Also quer durch die Welt, durch alles mitgenommen. Und er macht einen sehr ruhigen, abgeklärten Eindruck hier, während er an den Käfig marschiert. Und eben auch dort in der UFC nicht nur mitgekämpft, sondern gegen den jetzigen Titelträger gekämpft. Und ist, denke ich, heute einer der Favoriten. Mit Sicherheit, ja. Also jetzt kann man sich mal angucken hier. Der Mann hat ein Kreuz, auf dem seinen Rücken könnte man benutzen, um einen Beamer drauf zu projizieren, um Filme drauf zu gucken. Das ist Wahnsinn, was der für eine Physis hat. Ist auch fast so weiß wie die Leinwand. Das kommt noch erschwerend dazu. Aber ja, du hast recht. Ist auf jeden Fall ein sehr kräftiges Welterweight. Kräftiges Welterweight und ich finde das spannend, mal so in die Augen, in die Gesichter dieser Kämpfer zu gucken, während die hier reinkommen. Manche sind so total excited und euphorisch und da merkst du, die versuchen diese Energie aus dieser Halle zu absorbieren. Und auf der anderen Seite gibt es so Leute wie Michalidis, die einfach eiskalt sind, die einfach sich für den Kampf von allen Emotionen befreit haben. Und das ist ja auch wichtig, dass man in die Kämpfe natürlich schon mit einer gewissen Motivation, mit einem gewissen Push reingeht. Aber du weißt ja selber, es gibt einfach Emotionen, wenn man dann anfängt wütend zu werden, dann macht man Fehler, verhaspelt sich und dann kommt man in diese Abwärtsspirale. Also er kommt mit einem eiskalten Look hier in den Cage. Ja, da muss jeder Kämpfer den richtigen Weg für sich finden, dass du eben genau in dem richtigen Modus bist, wenn du dann im Käfig bist, ob das jetzt eben super ruhig ist, ob das super aufgeregt ist. Oh. Ach du liebe Zeit. Kollege Apollo. Also mit der Maske möchte ich dem Mann nicht nachts in der dunklen Gasse begegnen. Aber das Geile ist, er kommt einfach gut gelaunt hier tanzend rein. Und by the way, abgesehen vom Kämpfen macht er sehr, sehr gerne Musik und er ist der einzige Kämpfer bei Octagon, der seinen Walk-In-Song, zu dem er hier reingedanced, reingeschaffelt kommt, den er selber komponiert hat. Wäre aber gerade fast über so eine kleine Schwelle am Boden gestolpert. Also da hätte ihm die Maske fast noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sehen hier, er hat 10 Siege durch Submissions auf seinem Konto. Und wie ich vorher schon gesagt habe, er ist der einzige Kämpfer, der nicht aus Europa kommt gebürtig und vertritt Brasilien.
hier heute Abend in dem Turnier. Ja, es ist Wahnsinn, was der Mann für eine Story hinter sich hat. Er ist in Brasilien in der Favela groß geworden, kam dann irgendwann mit so ungefähr 18 Jahren ins BJJ, hat sich wirklich in diesen Sport verliebt. Und das war eine wirklich, also er hat selber gesagt, das war eine wirklich harte Zeit in seinem Leben. Er hatte damals in seiner Jugend wirklich mehrfach Selbstmordgedanken, weil es ihm einfach psychisch nicht so gut ging. Der Mann ist morgens nach einer 12-Stunden-Schicht als Türsteher, ist er morgens früh ins BJJ-Training gegangen. Also das zeigt wirklich, aus was für einem Holz der Mann geschnitzt ist. Und das ist das Geile am MMA. Jetzt schaut man sich mal an, wo ist der Typ heute? Ja, also wirklich Wahnsinnsentwicklung durchgemacht. Lebt in Amerika inzwischen, trainiert mit den besten Jungs da im AKA. Ist Trainingspartner von Masvidal und Poirier. Ja, also Wahnsinn, was der Typ für einen Weg hinter sich hat. Und selbst wenn er mal verliert, kann das seine Stimmung nicht trüben. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr im Mai bei Octagon Underground hatte er einen Boxkampf gegen Marek Masuch. Erste Runde hat der Masuch vorgeführt wie sonst was. Er hat ihn als Sandsack benutzt. In der zweiten Runde ist er so heftig schlafen gegangen. Masuch hat einfach zwei Bomben ausgepackt und dann ist er schlafen gegangen. Danach saß er wieder gut gelaunt in der Hotellobby am Klavier und hat Musik gemacht. Also fulminanter, aber auch sehr interessanter Typ, der ja hier seinen Weg in den Cage macht. Wenn du eben aus so einer Gegend kommst, wie so einem Favela, dann weißt du, dass so ein Kampf zu verlieren nicht das Schlimmste ist, was dir im Leben passieren kann. Ja. Und dass es eben letzten Endes dann immer noch nur ein Sport ist und ein Beruf, den man ausübt und eben das nicht bestimmt darüber, ob du jetzt glücklich oder unglücklich sein musst. Ja, so ist es. Und jetzt haben wir hier beide nochmal im Vergleich. Ja. 37 Jahre zu 34 Jahren, also beide schon eher älter. Ladies and gentlemen, our next contest is welterweight bout, scheduled for 3 5-minute rounds, and the referee in charge is Pablo Picante Touche. Let me introduce you both fighters in Tip Sport Game Changer Pyramid, and we will start in the blue corner. He is 34 years old, stand 184 centimeters tall, weighing 77.1 kilo. Represent EFL MMA Athens, and the coaches in his corner are Dimitris Papakonstantinis, Giannis Simeonidis, and Andreas Michalidis. He has a professional record of 19 fights, 13 wins, 11 finish, and 6 losses. Fighting out of Greece, Andreas Spartan Michalidis. In the red corner, he's 37 years old, stand 178 centimeters tall, weighing 77.4 kilo. Represent American top team. And the coaches in his corner are Leandro Marfa, Marcos Dumata, and Steve Mocco. He has a professional record of 36 fights, 26 wins, 13 finishes, and 10 losses. Representing Neruda Cup team, Skupina 7. Fighting out of Brazil, Leandro Apollo Silva. Fighters, 3 rounds, 5 minutes, 25 rounds. Fight active, 5 rounds. The gloves, go back, please. Und die Fighter werden in die Ringmitte gerufen vom Referee, touchen einmal ihre Handschuhe. Ja, es ist spannend, ja, während Michalidis hier völlig emotions- und regungslos in den Cage kam, macht Apollo Silva ja einen fast schon verspielten Eindruck. Ja. Hat sich hier mit den typischen BJJ-Movements warm gemacht nochmal im Cage. So, und wir haben Andreas the Spartan Michalidis in der blauen Ecke, in der blau-weißen Hose. Und Leandro Apollo Silva aus Brasilien in der schwarzen Hose aus der roten Ecke. Kämpft in der Rechtsauslage. Und beide tasten sich erstmal ab. Verhaltener Anfang, versuchen den Gegner ein bisschen zu studieren. Finden. Ja, beide testen sich hier. Schauen, wie der Gegner auf die jeweiligen Angriffs- oder Täuschungen reagiert.
um dann halt dementsprechend den Gegner zu scannen. Das ist ja wirklich so ein Prozess, den man dadurch läuft. Man muss nämlich permanent sein Gehirn anschalten. Man darf da nicht blind links drauf los. High-Kick-Versuch von Michalidis. Silva kriegt gerade noch seine Deckung hoch, aber da war auf jeden Fall Wucht hinten dran. Ja, das hat man gesehen. Da tauschen sie die schönen Kicks vorne gerade aufs Knie. Ja, und beide tasten sich hier Stück für Stück ran. Die sind halt super erfahrene Kämpfer und das sieht man auch hier. Die haben einfach die Ruhe weg. Die wollen kein Risiko eingehen. Die wissen, es geht um viel. Und wieder der nächste High-Kick-Versuch. Auch wenn die auf die Deckung gehen, die tun trotzdem weh. Und es verstafft einem natürlich auch Respekt beim Gegner. Selbst wenn der die Deckung noch hochgeht. Aber jetzt steht Apollo hier mit runtergelassener Deckung am Cage. Anderson Silverstein. Oh! Mit dem Hochkick zum Kopf. Der hat gerade noch mit einem Streifschuss getroffen. Und jetzt sichert sich. Gefährliche Technik. Apollo also gerade noch irgendwie rausgekommen, aber versucht jetzt selbst hier das Ruder in die Hand zu nehmen mit Double Underhooks gegen den Käfig, aber der Grieche schafft es, sich hier wieder zu lösen. Und da sieht man mal, was Michalidis für eine Kraft hat. In dieser Position, wenn der Gegner so eng ist, einen zusammendrücken möchte wie so eine Zahnpastatube, kann er einfach über die Arme greifen und Apollo hier am Kinn wegschieben. Ja, um das Kreuz kommst du halt wahrscheinlich auch gar nicht so richtig drum rum. So ist es, ja. So, die erste Scheu ist gebrochen. Die Beschnupperphase ist rum. Jetzt haben beide Kämpfer schon ihre ersten Aktionen gesetzt. Ja, beide kennen jetzt ihre Schlagdistanz, wissen jetzt, wie sie sich bewegen müssen und wo sie treffen und wo sie nicht treffen. Auf der anderen Seite gehen auch beide Kämpfer zwischendrin immer mal wieder hin, lockern die Arme aus und sammeln sich zwischendrin. Also das können eigentlich nur Kämpfer machen, die eben diesen Erfahrungswert haben. Und die wissen, wann ist mein Gegner gefährlich und wann ist das nicht. Ja, das muss man ja auch erstmal einschätzen können. Ja, oh, schöner Frontkick zum Körper. Ja, beide sehen sehr entspannt aus. Eben wenn man das vergleicht zu dem Kampf, der davor stattgefunden hat, da hat man gesehen, beide Kämpfer waren konstant unter Spannung. Und jetzt hier bei den zwei eben beide relativ entspannt und nur dann kurze Action, wenn sie wirklich eine Aktion bringen oder wenn der Gegner eine Aktion bringt. Jetzt ist es auch interessant, denn Apollo in der Rechtsauslage, Michalidis mit dem linken Bein vorne. Schöne rechte Overhand. Jetzt wollte ich es gerade ansprechen, denn da ist immer dieser Kampf, den man bei verschiedenen Auslagen hat. Wer kriegt die Außenseite? Genau. Ja, wenn die Fuß an Fuß aneinander stehen, möchte man ja immer von der Schlaghand des Gegners weggehen und seine eigenen Schläge dort platzieren können. Das heißt, schöne Schlaghand wieder von Michalidis. Das heißt, der linke Fuß von Michalidis und der rechte Fuß von Silva stehen direkt aneinander. Und in der Regel ist es dann so, dass derjenige, der den Fuß außen hat, der hat dann auch den strategischen Vorteil, weil der dann auch einfach seinen Gegner in die Schlaghand reinmanövrieren kann. Da ist Silva gerade noch rausgeduckt. Jetzt geht er aber selber in die andere Auslage und arbeitet mit der Führhand. Ja, Silva ist jetzt in der Normalauslage, hat hier mit dem Jab dann gleich angefangen zu arbeiten, kommt mit dem Low Kick. Ja, Michalidis hat schon erste Calf Kicks hier gebracht, mit denen er, glaube ich, guten Schaden machen konnte. Ja, Calf Kicks, ekelhaft. Wahnsinnig ekelhaft. Also sowohl für den, der gekickt wird, als auch für den, der sie kickt. Weil eben immer dieses Risiko besteht, dass der Gegner sein Schienbein stehen lässt, schön fies, nach außen dreht. Extrem fies. Und du dann Schienbein an Schienbein hast und im schlimmsten Fall bricht dann eins von beiden. Da ist schon, ja, da ist schon so manches Schienbein bei erfahrenen Kämpfern zu Bruch gegangen. Ja. Also Calfkicks wirklich fieses Werkzeug, aber mit Vorsicht zu genießen. So. Beide Kämpfer treffen. Die letzten 10 Sekunden laufen schon in der ersten Runde. Ja, ausgesprochen technisch hochwertiges Standduell, das wir hier sehen dürfen. Und Apollo läuft hier mit erhobenen Armen in die Runde. Ist sich sicher, dass er die erste Runde gewonnen hat? Ganz so sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher, aber das ist natürlich auch wieder was, ein Signal, was man aussendet an die Punktrichter. Ne? In dem Fall, dass man jetzt eine Runde 50-50 wertet und ein Kämpfer geht in einer Seelenruhe mit erhobenen Armen in seine Ecke zurück,
zeigt das natürlich auch dieses Selbstbewusstsein einfach. Und dann gibt ein Punktrichter vielleicht, wenn es auf Messers Schneide steht, die Runde eher an Apollo. Wenn er sagt, hier, hab noch Luft, let's go, wir machen weiter. Weil das einfach auch ein Zeichen von Dominanz ist, oder? Genau, man versucht da mit jedem Mittel irgendwie die Punktrichter zu überzeugen. Beliebter Taktik ist auch, dass man die letzten 10 Sekunden der Runde noch mal richtig ja. Druck macht. Hier sehen wir den Spinning Hook Kick. Da hat Apollo richtig Glück, dass der nur mit den Zehen quasi trifft und nicht mit der Ferse einschlägt, weil dann wäre wahrscheinlich der Kampf da schon vorbei gewesen. Streifschuss, aber er hat den Kiefer sogar getroffen. Aber wenn der mit der Ferse sitzt, ja, dann ist gut Nacht. Also dann ist wirklich Feierabend. Da ist Apollo gerade noch mit dem Schrecken davon gekommen. Aber bislang war es ein schönes Duell im Stand. Beide konnten Akzente setzen und viele Werkzeuge zeigen, die sie im Köcher haben. Und jetzt sind wir mal gespannt, was die beiden in der zweiten Runde hier im Petto haben. Oh, harte Hände von Michalidis und direkt der Übergang zum Takedown. Muss aber aufpassen, dass er jetzt hier nicht in irgendeiner Submission gefangen wird. Riecht die Gefahr aber direkt, versucht seine Hände auf dem Körper des Gegners zu lassen. Da bist du immer deutlich weniger gefährdet, als wenn der Gegner es schafft, deine Hände auf den Boden zu bringen. Er richtet sich jetzt hier auf, da kann er schlagen, dann hat er Raum und hat auch möglicherweise, ist er gerade noch ausgerutscht. Ich wollte gerade sagen, dann hat er vielleicht auch die Möglichkeit, an den Beinen vorbeizukommen. Aber jetzt haben wir beide Kämpfer wieder im Stand, so wie die ganze erste Runde eigentlich. Schöne Kombo von Silva. Ja, beide arbeiten hier spielerisch. Das gefällt mir wirklich gut. Oh, knackiger Kick zum Körper von Silva. Deckung war zum Glück da für Michalidis. Aber da war auch richtig Spauz hinten dran. Ja, der Spinning Hook Kick zum Oberschenkel. Aber auch das ist riskant, denn für einen Bruchteil von einer Sekunde gibt man damit dem Gegner immer die Möglichkeit, den Rücken zu holen. Und wenn es erstmal so weit ist, dann kann der Kampf sehr, sehr schnell an den Boden gehen. Oder wer weiß, vielleicht holt sich der Gegner auch im Stand den kompletten Rücken. Aber wir haben gerade eben gesehen, dass Silva es schafft, aus der Unterlage wieder hochzukommen. Das war so eine Frage, die ich mir davor gestellt habe. Was passiert, wenn Michalidis ihn wirklich mal auf den Boden bringt? Ist er zu stark, zu schwer? Oh, schöner Question-Mark-Kick da. Oh. Geht er mit dem geschnappten Kick an den Kopf hoch? Schöne Techniken, ja. Ja, das ist, also meistens wird er so abgewickelt, dass man diesen Frontkick zum Körper fintiert und dann im letzten Moment schnappt eben der Unterschenkel zum Kopf hoch. Bei so einem guter Stiff-Jab zum Gesicht. Wahnsinn, also erstklassiges technisches Repertoire hier von beiden. Silva hat ihn, glaube ich, erwischt am Kinn. Michalidis geht kurz runter auf die Knie, aber schnappt sich direkt das Bein. Jetzt kann er Silva vielleicht ausheben und kann ihn mit einem Single-Leg-Takedown zu Boden holen oder er hebt ihn komplett aus. Aber jetzt hat er erstmal wieder die Situation hier gefasst, kann sich wieder rekalibrieren. Je nachdem, wie schwerwiegend der Treffer gerade eben war, braucht er vielleicht eben diese Sekunden, um wieder zurückzufinden, wieder alle Sinne zu sammeln. Wow, da geht's gerade weiter. Ein Schlag kommt auf Schlag, jagt den nächsten, das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt sehen wir, dass Michalidis ein kleines bisschen weniger koordiniert ist. Er schlägt nicht mehr ganz so sauber, er sieht ein bisschen weniger technisch aus. Das sind die Wirkungstreffer, die er davor einstecken musste. Ja, so ist es. Wenn man dann einfach noch kognitiv angeklingelt ist, dann kann man auch nicht mehr so klar denken, muss sich einfach auf seine Instinkte verlassen können. Und dann sind das einfach nur noch automatische Programme, die da im Kopf und im Nervensystem eines Kämpfers arbeiten. Und wer da eben seine Emotionen und seine Taktik im Zaum halten kann, der hat dann eben auch die besseren Karten. Spinning Heel Kick wieder zum Bein. Schöne Jab-Jab-Cross-Kombination von Silva. Eingesprungenes Knie. Klasse gemacht. Jetzt fängt Silva an, hier langsam aufzudrehen. Ja, aber er macht das gut, weil er überhastet sich nicht. Er rennt nicht unkoordiniert nach vorne, sondern er bleibt in seinem festen, stabilen Stand. Du hast uns vorhin auf dem Weg hierher noch erklärt, wie wichtig das ist, dass man eine solide Base hat, eine gute Kampfstellung hat. Und das macht Apollo Silva hier ausgesprochen gut.
Ja, beide Kämpfer, muss man sagen. Also es ist wirklich technisch sehr schön anzuschauen, was beide hier machen. Und Wurf von Apollo bringt ihn runter. Und er ist schon über die Beine drüber. Er hat, glaube ich, schon die Full Mount. Jetzt kann er sich hier noch mal richtig breit machen. Noch 40 Sekunden zu arbeiten für ihn in der zweiten Runde. Und der Mann ist BJJ Schwarzgurt, ist brasilianischer Champ mit Gi und ohne Gi. Also wenn jemand Submission gefährlich ist in der Mount, dann ist es Apollo Silva. Wir sehen, wie er hier mit seinen Fingern ganz langsam hochläuft und so den Arm von Michalidis immer weiter hochbringt. Immer näher zu seinem Kopf. Sehr geschickt hier, sehr geschickt. Um dann eventuell einen Head-and-Arm-Choke zu machen oder vielleicht zu einer Armbar zu transferieren. Aber da sieht man auf jeden Fall, dass er wirklich ein Experte im Brazilian Jiu-Jitsu ist. Aber Michalidis macht es gut. Scrambelt sich hier raus und schafft zum Ende der Runde nochmal die Situation aufzulösen. Ja, aber wichtig. Wichtige Runde jetzt nochmal hier für Apollo Silva. In der Runde konnte er sich deutlich besser entfalten, würde ich mal sagen. Und auch, wie du schon gesagt hast, am Boden. Man merkt einfach jede Fingerbewegung, die der Mann macht, ist einfach koordiniert und eingefleischt. Der Mann hat einfach BJJ im Blut. Der macht das auch schon einige Jahre. Der ist jetzt seit 17 Jahren mit dabei. Da geht das einfach in seine DNA über. Spannender Kampf. Ich würde sagen, 1-1 nach zwei Runden. Ja. Das heißt, die dritte Runde kann hier das Zünglein an der Waage sein. Ja, aber es ist natürlich auch so, wie du vorhin schon angesprochen hast. Michalidis wirkt jetzt deutlich unkoordinierter. Und ist jetzt die Frage, wie viel Feuer hat er noch im Tank für die dritte Runde? Auch wenn er natürlich physisch ein absolutes Monster ist. Aber diese ganze Muskulatur, die muss ja auch mit... Hier sehen wir nochmal diesen Question Mark Kick, den er hochgezogen hat, ja? Kick zum Körper angetäuscht und dann mit dem Unterschenkel hochgezogen. Und hier war der Wendepunkt. Es war kein Wirkungstreffer, dass er runtergekommen ist. Aber danach hat er nicht mehr so gut ausgesehen. Hat viel Energie gelassen in diesem Schlagabtausch. Und wie du gesagt hast, er muss extrem viel Masse mit sich rumtragen. Super muskulös. Ja. Und das kann dann eben in den späteren Runden auch der Nachteil sein. Hier ist wieder Fair Play, Shake Hands und eine kurze Umarmung zu Beginn der dritten und letzten Runde hier. Beide Kämpfer stehen Toe to Toe, also C an C. Oh, harter Headkick wieder. Und Silva schafft es immer, im letzten Moment irgendwie den einen Zentimeter noch auszuweichen, dass der nicht richtig satt landet. Wahnsinn. Aber sieht man einfach. Er spielt da schon noch mit dem Feuer. Also das kann auch mal schief gehen. Ja, er rennt einfach oder er steht vor ihm. Die Hände sind auf Hüfthöhe. Und dann, es ist, als wollte man so einen Fisch im Wasser jagen. Man schießt da rein und dann fehlen aber noch doch diese eine Millimeter, weil er immer wieder ausweicht. Also schöner Jab zweimal von Michalidis. Und die Fans in Ostrava peitschen die Kämpfer wieder hier nach vorne. Gute rechte Hand von Michalidis jetzt. Zweimal Silva gestoppt, als er auf dem Weg nach vorne war. Und nochmal. Ja, die Führhand von Michalidis kommt immer wieder gut ins Ziel. Dieser Stiff Jab direkt aufs Kinn. Damit hat er ihn schon ein paar Mal gut abfangen können. Ellbogenversuch. Aber ganz, ganz knappe Kiste. Wenn die treffen. Wieder ein schöner Jab von Michalidis, der jetzt die Runde wieder besser aussieht als zum Ende der zweiten. Ja, Apollo muss seinen Oberkörper mehr bewegen. Er ist hier zu unbeweglich. Das hat in der zweiten Runde hervorragend gemacht und auch zu Beginn dieser Runde. Aber jetzt ist er zu einfach zu treffen. Seine Körperachse ist immer an derselben Stelle, beziehungsweise sein Kopf ist immer an derselben Stelle. Harter Low-Kick, zwei harte Hände hinterher und wieder der Jab. Oh! Schöne Kombo. Links, rechts und noch eine hinterher. Apollo und Michalidis beide. Sehr, sehr starke Aktion hier von beiden Kämpfern. Die haben richtig Bock, die sind maximal motiviert. Und Apollo mit dem Takedown schafft es, Michalidis runterzubringen. Der klammert sich an die Guillotine, aber die ist nicht eng genug. Ja. Ja, vor allem ist auch Apollo schon über das eine Bein drüber. Die Guillotine in der Halfguard zuzuziehen gegen einen erfahrenen Mann wie Apollo Silva unmöglich. Ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und Apollo hat jetzt den Kopf frei, kann sich hier die Halfguard-Position sichern und kann jetzt hier natürlich, wenn er es schafft, die Oberlage zu behalten und den Kampf hier dominant zu beenden, ein Ausrufezeichen hinter diese Runde setzen.
Ja, das wäre wirklich nochmal ein wichtiges Momentum für ihn hier. Aber auf der anderen Seite ist es so. Ah, Mikalidis macht es schön. Kipp aus, kommt wieder hoch. Und die Knie sind auch mit ordentlicher Wucht, die hier reinkommen. Also Mikalidis hat hier die Kontrolle. Apollo versucht hier die Hüfte von Mikalidis wegzudrücken, damit er wieder mehr Raum hat, um da zu arbeiten. Oh. Der Hüftwurf! Der Versuch eines Hüftwurfs, aber da war Mikalidis dann doch zu schwer, zu stabil. Ja, Mikalidis hat... Switch! Schöne Bewegung! Jetzt wird es interessant. Über die Kopfklammer zum Switch gekommen. Jetzt wird es noch mal richtig interessant hier zum Ende der dritten Runde. Hat hier die Turtle-Position jetzt. Richtig schöne Aktion. Oh, eingerollter Fußhebelversuch von Silva. Aber Mikalidis sieht das Ganze kommen, macht sich schwer, lässt die Hüfte unten. Mikalidis macht sich hier wieder schwer. Der hatte gestern am Abend vom offiziellen Wiegen, hatte der schon wieder seine 90 Kilo auf den Rippen. Also das ist absurd, was der für Gewichtssprünge da macht. Und in so einer Position wie dieser hier, wo der sich wirklich schwer machen kann, da merkt man natürlich jedes Kilo, was der Gegner mehr hat. Aber auch hier, Apollo bleibt ruhig, lässt sich hier nicht beirren und kommt wieder zurück. Schafft es wieder hochzukommen. Ja, beide Kämpfer mit guten Aktionen in der Runde. Und jetzt laufen die letzten 40 Sekunden in diesem Kampf. Und die könnten eventuell entscheiden, wer das Ding hier mit nach Hause nimmt und somit eine Runde weiterkommt. Takedown-Versuch von Apollo und er kriegt ihn. Schafft es, den Gegner wieder zu kontrollieren aus der Halfguard. Er muss jetzt Schaden machen. Er muss jetzt hier nochmal einen letzten Akzent setzen in den letzten Sekunden dieses Kampfes. Die letzten 15 Sekunden laufen. Boah, aber super schwieriger Kampf als Punktrichter, um das zu werten. Also. Noch 10. Schafft es, Mikalidis nochmal hochzukommen. Ja, er schafft es. Und versucht hier jetzt nochmal dieses Ausrufezeichen zum Ende zu setzen. Klasse Kampf. Und beide Kämpfer reißen die Arme hoch, demonstrieren, dass sie siegessicher sind. Und ich bin froh, dass ich den Kampf nicht werten muss und nicht entscheiden muss. Absolut. Also so eine knappe Kiste. Ja, wir hatten eine richtig schöne Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aktionen. Wir hatten Bodenaktionen mit dabei, wir hatten schönes Ringen mit dabei, Schlag- und Tritttechniken im Stand. Und von der ersten bis zur dritten Runde war alles möglich. Beide Kämpfer hatten die Chancen zu gewinnen. Harte Treffer gelandet. Hier sehen wir noch mal den Takedown von Apollo. Mikalidis versucht die Guillotine, merkt aber, dass es nicht geht, schafft es dann aber, sich zurück auf die Beine zu scramblen. Und der Kampf endet im Stand. Hier die Schläge, 67 für Apollo, 78 für Mikalidis. Signifikant waren davon 45 auf Apollo und 58 bei Mikalidis. Takedowns 2:1 für Apollo. Submission-Versuche, eine für Mikalidis. Also wirklich ein ganz enges Ding, super schwer zu werten. Und ich bin gespannt, wer hier in die nächste Runde beim Game-Changer-Turnier von Octagon einzieht. So, Octagon-Inhaber Andrei Novotny betritt wieder den Cage mit Mikrofon. Das bedeutet, wir haben ein Ergebnis. Ladies and gentlemen, after three rounds, this bout goes to the judges' scorecard. So, let's see how the judges score this fight. 30-27, 29-28, and 30-27, all for the winner. Andreas Spartan Michalidis! Es gibt einen einstimmigen Punktsieger, Andreas Spartan Michalidis. Bringt das Ding hier nach Hause und kommt somit eine Runde weiter in diesem Turnier. Andreas
Ladies and gentlemen, give it up for both these fighters, Apollo Silva, Andreas Michaladis. Apollo, Andreas, my friend, come here. A really close, close fight. So much respect between these two. How sure were you that you had done enough in the eyes of the judges when it was announced? It was really, it was close, I can tell. I have like many clear punches. I took the takedown, I secured the takedown. He did very well, a good job also. But I think I did more, that's all. Talk about Apollo as an opponent as well. Many people talked to me about this fight when it was announced that this could be the final. Your backgrounds, your pedigrees, how motivated were you for this tournament, on top of the money, on top of the legacy, that you had this opponent to start with? Look, he's one of the toughest right now in Octagon, yeah? That's for sure. I knew I should prepare good for this fight. This guy can hit, he can wrestle, has good stamina. It's not an easy fight. He already fought five rounds, fights. I knew it's gonna be hard, so I trained very well. And you carry this Greek flag. You'll move forward in this tournament. I know you feel a lot of pride about where you come from, the great city of Athens, carrying that name, the Spartan. What does it mean for you to showcase Greece on this stage? It's everything for me. To show that there are Greek fighters in the world, you know, of MMA. It was my, it was all my trip to here. I always want to make the country proud of me, and I'm still doing it. You've done it without a doubt. You are through to the next round. Give it one more time, Andreas Michaladis. Leandro, come here, my friend. Listen, Octagon love you, Ostrovar love you. It was a fantastic fight, a really close fight. I know you are super disappointed with the decision not going your way, but the welcome you got, the arms that have been open to you in this arena, the stage that you are on, what does that mean to you? Man, first of all, I want to say, Ostrava, I love you too, man. My first time here, you know, but I think like my house, you know. I think like I know everybody here like a long time. But it is what it is. I didn't agree with the judges. I respect, but I didn't agree because for me, the first house was closed. Can't you to do it any for me or Andreas? But second round, I won, you know. For me, for sure, I won second round. Third round, for me, I won too because I pressure more, you know. I take it out in the final, in the time. Is always my fight. I try to make something different, you know, because I think all the fighters like same game, same takedown, same stand up. I try to get a showtime entertainment. So it is what it is. I didn't agree, but I'm looking forward, you know. Listen, Apollo Silva, it is always an honor to call your fights. Even though this is a loss, we know you'll be back. You always have a home here in the Octagon cage. Ladies and gentlemen, give it one more time. Go on. Yeah, I needed to say, I'd like to say, with my one, but I lost. The judge gave him. Yeah, they're my bomb. Listen, one more time. Leandro, Apollo Silva. Eine Lawine namens Octagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen.